Meine Freunde, man sollte sich darauf rüsten. Ich weiß nicht, ob man da die Chance noch hat, sein Heiland zu finden. Ob man nicht einfach im Strom der Propaganda erliegt dann. Und wie viele Christen werden sein, die werden sagen, ja, Heil Antichrist, ich kann ja nebenher noch an Jesus glauben. Dies wird eben nicht möglich sein. Wir gehen diesen Zeiten des letzten großen Weltdiktators entgegen mit Riesenschritten. Die Bibel nennt diese Zeit, diese kurzen Jahre des Antichristen, die Mitternachtsstunde der Weltgeschichte. Die Mitternachtsstunde. Und das ist folgerichtig. Die Welt wird ratlos und dann muss der eine kommen, der es nochmal versucht, die Welt zu erlösen. Und wenn er auf der Höhe der Macht ist, dann kommt der nächste Abschnitt. Dann kommt Jesus wieder. Darauf warten die Christen dann. Dann kommt Jesus wieder und zwar so, dass es jeder sieht und merkt. Die Bibel weiß nicht davon, dass Jesus so klammheimlich wiederkommt. Er kommt in den Wolken des Himmels und werden ihn sehen, alle Geschlechter auf Erden. Und sehen Sie, die wahre Hoffnung der Christen geht auf diese Wiederkunft Jesu zu. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mein Herz jauchzt, wenn ich daran denke, dass Jesus wiederkommt. Ich will Ihnen sagen, warum ich so froh bin da dran. Es hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist der, seitdem ich Jesus kenne und liebe und weiß, dass er alles neu machen kann in unserem Leben, in der Familie, das, wo Jesus ist, das schön ist, da quält es mich, wie verachtet Jesus ist. Es ist unheimlich, wie verachtet Jesus ist. Gestern hat ein junger Mann draußen gestanden und gesagt, Jesus bin ich. Und es kommt kein Lichtstrahl vom Himmel und trifft ihn. Jeder dumme Junge kann spotten über Jesus und Gott schweigt dazu. Das tut mir weh. Ich weiß, wie herrlich Jesus ist. Ich weiß, dass ihm alle Gewalt gegeben ist. Und jeder dämliche Junge darf ihn verspotten. Das schneidet mir oft durchs Herz. Und dieses Spotten ist nicht schlimm. Viel schlimmer ist die Gleichgültigkeit der Welt gegen Jesus. Wie viele Männer gibt es hier in diesen Ortschaften des Schaumburg-Lieger Landes, denen Jesus völlig gleichgültig ist? Die noch nicht einmal in Erwägung ziehen, ob sie seinem Ruf folgen sollten. Die es nie beunruhigt hat, dass der Sohn Gottes für sie starb. Und sehen, das tut mir weh. Und ich möchte, ich könnte die Welt aufrufen und Jesus zuführen. Ich kann es nicht. Und da freue ich mich, es kommt der Tag, wo auch der blindeste und dümmste merkt, wer eigentlich Herr der Welt ist. Dann kommt Jesus wieder. Dann brauchen wir nicht mehr reden. Dann redet er. Zion hört die Wächter singen. Das Herz tut ihr vor Freude springen. Sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, in Gnade stark, in Wahrheit mächtig. Ja, Zion hört die Wächter singen. Wenn der Antichrist Verfolgung macht, da werden die Christen nur ausschauen. Herr Jesus, komm bald. Und er kommt. Wenn ich das so Weltleuten sage, da sagen sie, ach Pastor Busch, darauf warten die Christen seit 2000 Jahren. Da sage ich, wenn es sein muss, warten wir nochmal 2000 Jahre drauf. Aber es kommt. Das hat er, glaube ich, nicht. Dann sage ich bloß, da warten wir es einfach ab. Verstehen Sie, diese Dinge sind keine Diskussionsgegenstände, sondern sie stehen im Worte Gottes. Und wer sie nicht glaubt, dem sage ich, dann warten wir es ab, ob du recht hast oder Gottes Wort. Nicht? Da heißt einfach abwarten. Ich weiß, dass Jesus wiederkommt. Ich muss hier nochmal eine Geschichte erzählen, an der mir die Wiederkunft Jesu zum ersten Mal in meinem Leben groß wurde. Da war ich vor 30 Jahren Pfarrer in Essen in einem Bezirk, der ganz gottlos war.
Da war aber Hass, keine Gleichgültigkeit. Wenn ich in Haus kam und wollte Besuche machen, dann hieß es, wir brauchen keine Pfaffen und schlug die Tür zu. Dann hatte ich immer schon Fuß reingestellt, da ging die Tür nicht zu, nicht? Und dann sagte ich, Sie haben recht, wir brauchen keine Pfaffen, aber einen Heiland brauchen wir. Und von dem will ich mit Ihnen reden. Ach, wie oft haben die Bergleute sich verabredet, mich zu verhauen und haben mir aufgelauert. Ich bin immer mit dem Leben davongekommen, wie Sie sehen. Nee, ich bin noch da. Aber da geschah es nun, ich hatte keine Kirche und kein Gemeindesaal in dem riesigen Bezirk zwischen Fördertürmen und Mietskasernen, Ruß und Dreck und Armut und Kneipen, dass ich einen ganz kleinen Saal hatte. Wenn man die Tür aufmachte, war man schon drin. Und wenn man rausging, war man gleich draußen. Und da hatte ich den kleinen, da habe ich 10.000 knallrote Handzettel verteilt, wo drauf stand, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Nun kommen Sie in die Bibelstunde. Und dann kamen erst 5 und dann 6 Leute. Und schließlich wurde das Sälchen voll. Da war noch ein anderes Gedränge wie hier. Junge, war das in Luft. Und da wäre ich froh gewesen, wenn ich so einen Raum gehabt hätte. Und eines Tages, da wurden wir schrecklich gestört. Erst spielten sie mit Konservendosen Fußball, dass man kein Wort verstehen konnte, vor der Türe, nicht? Und dann schmissen sie mit Stein auf die Fensterläden. Wir konnten nicht aufmachen, weil sie uns sonst die Scheiben einwarfen, nicht? Und da können Sie sich die Luft vorstellen da drin. Und auf einmal donnert was gegen die Türe. Und dann ist still, da höre ich Schritte weglaufen. Und ich dachte, jetzt haben sie eine Bombe geschmissen. Und stürze die Tür und reiß sie auf. Und da liegt da in der Pfütze ein eisernes Kruzifix. Das haben sie irgendwo abgerissen und mir an die Tür gefeuert. Und er ist in die Pfütze gefallen. Ein Bild. Dieser düstere Platz mit den paar Laternen. Regen. Nur diese Mietskaserne im Hintergrund und das Bild des gekreuzigten Heilandes in der Pfütze. Und ich sah das vor mir, wie Gott sagt, was kann ich noch tun? Jetzt gebe ich ihm das Letzte meinen Sohn. Und der bezahlt für alle Sünder. Und sein Herz bricht ihm aus Liebe am Kreuz. Und dann nimmt der Mensch das Bild dieser Liebe und schmeißt in Dreck. Ich habe rot gesehen und gedacht, Herr, die Welt kann nur noch im Feuer untergehen. Und es ging nichts unter. Und es war still und im Hintergrund lachten ein paar Kerle, die mich sahen. Und hinter mir das erschrockene Gemeindlein. Und da fiel mir ein, Jesus kommt wieder. In den Wolken des Himmels. Die Schleier zerreißen. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Es gibt mehr Dimensionen. Jesus ist jetzt schon hier. Wir sehen ihn nicht. Die Schleier zerreißen und alle Welt sieht ihn. Da jauchzen die Kinder Gottes, die ihm gehören. Mitten ins antichristliche Reich bricht Jesus herein. Ich kann nicht aufhören, von dem Wiederkommen Jesu zu reden. Das ist sehr wichtig. Bin ich laut genug da hinten? Verstehen Sie mich? Och, fein. Bin ich zu laut? Auch wieder gut, gut. Man tut, was man kann, ja. Sehen Sie, Jesus kommt 3-mal zu uns. 3-mal. Das ist Gottes letztes Wort. In der Bibel steht, dass Jesus Gottes Fleisch gewordenes Wort ist. Und zwar Gottes letztes Wort. Nachdem Gott manchmal geredet hat, heißt Hebräer 1, hat er am letzten mit uns geredet durch seinen Sohn. Jesus ist Gottes letztes Wort. Sehen Sie, wenn ich ein Geschäft mache mit Ihnen und wir handeln miteinander und ich sage mein letztes Wort, dann kommt jetzt nichts mehr, wenn ich kein Hampelmann bin und ich bin keiner, glauben Sie mir es. Nicht? Dann bleibt dabei das letzte Wort. Und Jesus ist Gottes letztes Wort. Wer Jesus nicht aufnimmt in sein Leben, dem hat Gott nichts mehr zu sagen. Wenn die Gerichte kommen, und dann schreien die vielleicht zu Gott, er hat ihm nichts zu sagen. Jesus ist Gottes letztes Wort in die Welt. Er bringt alles Heil, allen Frieden. Sie können alles bei ihm finden, was Sie brauchen.
Er klopft in ihrem Herzen an. Nehmen Sie ihn auf. Nehmen Sie ihn nicht auf. Machen Sie nicht ernst mit ihm. Hat Ihnen Gott nichts mehr zu sagen. Nichts mehr. Nichts mehr. Und sehen Sie, darum kommt Jesus dreimal zu uns, weil er so wichtig ist. Das erste Mal kam er vor 2000 Jahren im Fleisch. Da brach er durch die Mauer der anderen Dimension und wurde Mensch. Das feiern wir an Weihnachten. Seht er Licht in seiner Krippen. Ruft zu sich dich und mich. Das ist das erste Kommen Jesu, wo er Mensch wurde, am Kreuz hing, bezahlt für uns, Opferlamm wurde, auferstand und wegging. Das zweite Kommen Jesu geschieht im Heiligen Geist. Er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Meine Freunde, zu Ihnen allen kommt Jesus. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist ein Kommen im Geist. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen. Ob das wohl in diesen Tagen bei Menschen geschieht? Ob sie die Tür auftun? Und das dritte Kommen Jesu ist endgültig, wenn er wiederkommt. In Herrlichkeit. Erste war's, zweite ist jetzt, dritte kommt. Und da wird Jesus, auch über dem Antichrist, da hat die Bibel nur eine einzige Zeile, er wird ihn wegfegen mit dem Hauch seines Mundes. Mehr wird da gar nicht drüber gesagt. Das ist ja für mein Heiland alles Spuck, diese ganze Macht der Welt, nicht? Die sich aufgeblustert hat. Da wird jeder froh sein, wenn das Abzeichen des Antichristen nicht angenommen hat. Und nun regiert Jesus 1000 Jahre auf der Erde. Das ist der Abschnitt, der nun beginnt. Das sogenannte 1000-jährige Reich. Jesus auf der Erde als König. Sehen Sie, ich finde das auch so folgerichtig. Das ist so einleuchtend. Ich sage, das kann ein Kind kapieren. Die Ratlosigkeit nimmt zu, letzte Zeit. Letzter Versuch der Menschenerlösung ohne Gott, der Antichrist. Und dann Wiederkunft Jesu. Jetzt muss Jesus zeigen, ob er regieren kann. Alle Regierungssysteme haben abgewirtschaftet. Nun muss Jesus regieren. Und der kann regieren. Also sehen Sie, in meinem Hause regiert Jesus. Und er sagt zu mir neulich, Herr, ich wohne in so einer Gegend, da wohnen viel reiche Leute. Da sagt ein Herr zu mir, ah, oh, Pastor Busch, Sie haben es gut. Sei, da haben Sie recht, aber Sie brauchen nicht so anzugeben. Mann, Sie haben es doch viel besser. Mensch, ich bin ein alter Kracher, da tut einem immer alles weh. Sie sind noch jung, noch keine 40. Außerdem haben Sie einen fahren Sie einen Mercedes 220. Ich fahre einen, der ist bereits 8 Jahre alt. Drittens haben Sie ein sehr viel höheres Einkommen als ich. Viertens, fünftens, sechstens. Geben Sie mal nicht so an, von wegen, ich hab's gut, Sie haben's viel besser. Nee, sagt der Pastor Busch, Sie haben's gut. Wissen Sie in Ihrer Familie, wenn Sie so reinkommen? Ach, sag ich, Mann, Sie haben recht. Weder die Schätze der Welt noch der schöne Wagen machen ein Leben reich, sondern wenn Jesus unser Leben regiert. Erlöst und regiert. Das kann man in seiner Familie erfahren. Ich habe ein Ehepaar gekannt. Die haben geheiratet, beide total gottlos, bewusst gottlos. Sie wollten mal zeigen, dass gottlose Leute eine gute Ehe führen können. Nach einem Jahr saß er bei mir, so ein schwacher Kerl, Fritz sowieso, ich sehe ihn noch vor mir. Und er ist dann im Kriege gefallen und sagt, Pastor Busch, ich will Frieden mit Gott. Mann, sag ich, du hast öffentliche Vorträge gehalten, dass es keinen Gott gibt. Wie kannst du jetzt Frieden mit Gott wollen? Da sagt er, gegen meine Vernunft hat Gott sich mir bewiesen. Alles ist schiefgegangen. Meine Familie ist verkracht. Kind gestorben. Einzig Kind. Die Frau hat Streit mit mir. Ich habe sie geschlagen. Sie hat mir ins Gesicht gekratzt. Ich habe gemerkt, es geht alles schief ohne Gott. Ich kapituliere vor ihm. Ich wollte sie versöhnen. Ah, die Frau war giftig, eine nette junge Frau. Aber ich habe nicht gewusst, dass Frauen so giftig sein können.
Hatte ich bei meiner nie erlebt, nicht? Nein, sie wollte nicht mehr. Und dann wollte er auch nicht mehr. Ich kann es nicht lang erzählen. Es hat ein Jahr gedauert, dann waren beide unter Jesu Kreuz gekommen und hatten sprechen gelernt, wir haben gesündigt. Damit fängt es an, dass ein Mensch sagt, mein Leben war schuld. Vorher sagten sie, die Frau ist schuld, die Frau sagt, der Mann ist schuld. Es gibt einen netten Scherz, passen Sie auf, wenn Sie Ihre Hand mal ausstrecken und zeigen mit dem Zeigefinger auf jemanden, nicht der ist schuld, dann zeigen drei Finger auf Sie selber. Probieren Sie es aus. Und die drei Finger sagen, du bist schuld vor Gott. Verstehen Sie? Und darum ist einem Menschen nur geholfen, wenn er sagen lernt, ich habe gesündigt. Und das haben sie sagen gelernt und kamen unter Jesu Kreuz und fanden Frieden. Und dann haben sie wieder geheiratet, da habe ich sie nochmal getraut, vorher hatten sie gar keine Trauung. Und dann wurde es eine schöne Ehe, es gab Schwierigkeiten, aber Jesus regierte. Und da habe ich gelernt, dass Jesus regieren kann. Und nun sage ich, wenn Jesus auf der Erde regieren wird nach seiner Wiederkunft, das muss eine schöne Zeit sein. Er regiert heute da und dort und zeigt, was er kann. Meine Freunde, ist doch alles andere Murks, guckt euch doch an, nicht? Jesus kann regieren. Und was wird das für eine Zeit sein, wenn Jesus König auf Erden ist? Ja, ich muss weitergehen. Nach diesem tausendjährigen Reich, sagt die Bibel. Es ist zur Folge richtig. Ratlosigkeit, gottloser letzter Versuch. Jesus muss zeigen, dass er regieren kann. Nach diesen tausend Jahren wird die glückliche Menschheit nochmal auf die Probe gestellt, ob sie sich geändert hat. Und dann stellt sich raus, die Herzen haben sich auch unter Jesu Regiment nicht verändert. Es kommt zu einem letzten großen Aufstand gegen Gott und da kommt das Weltende. Die Bibel spricht noch ganz kurz davon. Der Teufel wird los, Aufstand gegen Gott und da kommt das Ende dieser Welt. Nicht nur dieser Erde. Die Milchstraßensysteme vergehen. Diese ganze sichtbare Welt, wie sie jetzt ist, kracht auseinander. Gott sprach einmal ein Wort, es werde und die Welt wurde. Und er spricht ein Wort, vergehe und die Welt vergeht. Und nun kommt das Merkwürdige. Da fängt die Bibel ganz feierlich an, dass ich es nur wörtlich so sagen kann. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und darauf saß einer. Und ich sah die Toten, beide klein und groß, stehen vor Gott. Und Bücher wurden aufgetan. Und die Toten wurden gerichtet nach den Werken, nach ihren Werken in den Büchern. Und wer nicht geschrieben war im Buch des Lebens, ich sage es wörtlich, ich habe Respekt vor der Bibel, der war geworfen in feurigen Pfuhl. Das sagt Gottes Wort. Meine Freunde, unser Herz schreit nach dieser Stunde des Weltgerichts. Es gibt so viele ungelöste Ungerechtigkeiten der Welt, dass unser Herz danach schreit, es muss mal ein großer Ausgleich kommen. Geduld, er kommt. Und unser Herz fürchtet sich davor. Und man läuft Sturm dagegen. Einer meiner Jungs erzählte mir, dass ihm ein Arbeitskollege sagte, glaubst du da dran? Ja. Denk mal, wie viele Menschen gelebt haben. Millionen Menschen. Und jeder soll einzeln gerichtet werden von Gott selber. Ja. Was denkst du wohl, wie lange das dauert? Und da sagt der junge Mann bloß, wir haben dann auch endlos viel Zeit. Es liegt dann nichts anderes mehr vor. Einer fragt mich, die Welt vergeht und auf einmal ein weißer Thron, wo steht der? Ich sage, das lass deine Sorge nicht sein. Aber kümmere dich darum, dass du vor dem Thron stehen wirst. Ich glaube es nicht, schrie mich neulich im Krankenhaus einer an. Da habe ich gesagt, wir warten es ab. Wir warten es ab.
Die Wirklichkeit des Wortes Gottes wirft unser Unglaube nicht um. Dann gibt's unter uns nur eine Frage noch. Steht mein Name im Buch des Lebens oder nicht? Und weil das am Ende die eine Sorge ist, sollte es heute unsere Sorge sein. Wir sind ja so dumm, dass wir 1000 Sorgen haben und das ein, was Not tut, nicht bedenken. Steht mein Name im Buch des Lebens? Da sagt mir einer, das kann man doch nicht wissen. Meine Freunde, Jesus ist gekommen, um Sünde anzunehmen. Und sein Geist kann unserem Geiste Zeugnis geben, dass man Vergebung der Sünden hat und ein Kind Gottes ist. Und dass man es wissen kann, ich stehe im Buch des Lebens. Evangelium ist frohe Botschaft. Und wenn ich sie bitte und beschwöre und berufe, kehren sie auf ihrem Wege um. Tun sie Buße, sagen sie, ich habe gesündigt. Gehen sie zu Jesus. Wenn ich sie beschwöre, dann geht es hier um die Ewigkeit. Jesus schreibt den Namen ins Buch des Lebens. Jesus. Ich sage noch einmal, es kommt die Stunde, wo Sie keine andere Frage mehr haben, als stehe ich da drin. Dann sollte es heute unsere Hauptsorge sein. Schreib meinen Namen aufs Beste ins Buch des Lebens ein. Und bind mein Seelfeind feste in schöne Bündelein, der die im Himmel grünen und vor dir leben frei. Aber meine Freunde, sehen Sie zu, dass Sie selig werden. Lasst euch erretten von dem verkehrten Geschlecht, so sagt die Bibel. Und die, die das schon Anfang gemacht haben, die sich mal bekehrt haben, ich sage immer wieder, macht mal einen neuen Anfang. Unsere Zeit braucht Christen, die es jauchzend sagen können, ich bin angenommen, ich bin jetzt schon gerettet. Ich habe das Gericht Gottes hinter mir. Ich habe gesagt, ich habe gesündigt. Ich habe Gottes Gericht hinter mir. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ja, meine Freunde, dann endigt's. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn die erste Erde und der erste Himmel verging. Und damit endigt's. Ein Blick in neuen Himmel und neue Erde. Und wenn ihr mal die beiden letzten Kapitel der Bibel lest, wo der neue Himmel, die neue Erde geschrieben sind, das ist wie ein modernes, surrealistisches Gemälde, wo man spürt, die Farben und Worte reichen nicht aus. Die Herrlichkeit einer ganz neuen Welt, ohne Satan, ohne Sünde zu zeigen. Und ich sage nochmal, wer das für ein Traumgebilde hält, der überlege, wie folgerichtig alles sich entwickelt. Ein Kind kann es begreifen. Die Ratlosigkeit nimmt zu, letzte Zeit. Ein letzter Weltdiktator reißt die Welt heraus, versucht's, trotz gegen Gott. Antichristliche Zeit. Jesus muss zeigen, dass er regieren kann, seine Wiederkunft und sein Reich. Und das letzte Weltgericht. Und dann kommt Gott zum Seligsein, neuen Himmel, neue Erde. Das ist einleuchtend. Ich habe manches weggelassen, was nicht so wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir diese großen Linien kennen. Und nun lasst mich einen Schlussstrich drunter ziehen. Was mich bei diesem gewaltigen Bild immer wieder so tief beeindruckt, ist das, dass die Bibel ganz nüchtern am Ende nur zweierlei Leute kennt. Verlorene und Gerettete. Verlorene und Gerettete. Lasst mich ein Wort sagen zu den Verlorenen. Es hatte mal einer gespottet. Das muss ja ein komischer Gott der Liebe sein, der Millionen Menschen in die Hölle wirft. Und da hat ihm einer geantwortet, du irrst. Gott wirft nicht Millionen Menschen in die Hölle, sondern den Weg wählen wir uns selber. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum bietet er ihnen das Heil in Jesus an. Ob sie ungläubig waren, bis zum Hals in Sünde gesteckt haben, ob sie trotz widerstreben, Jesus, der am Kreuze alle Sünde vergeben kann, wartet auf sie. Gott bietet den Heil an. Jedem, jedem. Gott fragt nicht, bist du katholisch, evangelisch, jüdisch, mohammedanisch, bist du ungläubig oder gläubig?
Jesus will sie haben. Kehren Sie um, geben Sie mir Herz und Sie sind gerettet. Sagen Sie, ich habe gesündigt, Herr, ich werfe meine Sünden unter dein Kreuz hin und gebe mein Leben dir. Und Sie sind ins Licht gekommen. Gott will, dass alle Menschen geholfen werde. Den Weg in die Hölle wählen wir selber. Und die Hölle ist kein Fantasiegebilde mit Flämmchen und Pfannen und Teufeln und was Kram, sondern ist lediglich der Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Du kannst in Ewigkeit gottlos sein, das ist die Hölle. Da kannst du philosophieren und da kannst du saufen und huren und kannst freche Reden führen, was du willst. Jedenfalls, eins kannst du nicht mehr, umkehren und Kind Gottes werden und Frieden finden. Mit deiner Friedlosigkeit gehen, den Weg wählen wir selber. Es in unsere Hand gelegt, ob wir Gottes Heil annehmen wollen. Und das ist der ungeheure Ernst einer Evangelisation. Ich freue mich, dass hier viele Menschen sind. Nicht damit ich viele Menschen vor mir habe, sondern weil es mir auf der Seele brennt, wie viele Menschen verloren gehen. Und ich möchte, ich könnte es Ihnen viel eindrücklicher sagen, wie schön es ist, Jesu Eigentum zu sein. Da ist man nicht in Ewigkeit gerettet, sondern man ist hier schon in eine herrliche Kindschaft bei Gott geraten. Ich sage noch einmal, bei Jesus ist es einfach schön. Einfach schön. Ich rede aus Erfahrung, meine Freunde. Ich war gottlos und bin Christ geworden. Ich habe gemeint, die Sünden der Welt wären schön. Sie lockten schrecklich. Aber bei Jesus ist es schön. Unter seinem Kreuz ist schön. Seine Schuld abladen dürfen. Frieden mit Gott haben. Einen Helfer haben. Freude haben. Gewisse Hoffnung des ewigen Lebens haben. Bei Jesus ist schön. Wenn er rettet, dann rettet er vom Moment ab, wo sie ihm gehören. Und nun muss ich eigentlich schließen. Es ist bloß so, dass mir noch zwei Fragen gestellt worden sind. Und die muss ich, das gehört schon nicht mehr zum Vortrag, eben beantworten. Also, mein Vortrag ist zu Ende, nicht? Und wer am Zug muss, darf abbrausen. Aber die zwei Fragen, ich will sie mit ein paar Sätzen beantworten. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, ist die, Pastor Busch, was geschieht denn mit Leuten, wenn sie jetzt sterben, bis zum Tag der Auferstehung, in dieser Zwischenzeit? Da sage ich, ich bin ja nicht Gottes Geheimsekretär. Nee, das bin ich nicht. Aber ich will Ihnen sagen, was die Bibel ganz deutlich sagt. Wer Jesus gehört, über den hat der Tod keine Macht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Das ist doch. Wenn ich mich wirklich zu Jesus bekehrt habe, und nun kommt der Tod. Oh, ich werde nicht mehr lang zu warten haben. Mit 63 hat man nicht mehr sehr viel Wegstrecke vor sich. Dann weiß ich, dass im Augenblick, wo ich hier die liebste Hand loslasse und die Augen schließe, ich erwache am Angesicht meines Heilandes. Ich aber will schauen, sagt die Bibel, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Über Menschen, die hier zum Leben gekommen sind, indem sie dem Herrn des Lebens gehören, hat der Tod keine Macht mehr. Der Tod lebt davon, dass er die Sünde richtet. Habe ich Vergebung meiner Sünde, hat der Tod keine Macht mehr. Und darum gehen die Kinder Gottes nach Hause. Sie sterben nicht mehr, sie gehen nach Hause. Was mit den anderen inzwischen wird, bis zum Tag des Gerichtes, das weiß ich nicht. Wer nicht ein Kind Gottes ist, nicht wiedergeboren wurde, nicht zum Leben kommt, was mit dem geschieht bis zum Tag der Auferstehung, weiß ich nicht und die Bibel sagt es nicht klar. Das ist ja auch gar nicht wichtig, dass ich das weiß. Es ist wichtig, dass ich weiß, Jesus hat dem Tod gemacht, die Macht genommen und wer ihm gehört, der ist dem Tode entnommen. Was geht mich's an? Die Bibel sagt, wer ohne den Herrn lebt, der ist wie Spreu, die der Wind zerstreut. Was weiß ich, wo der Herr die Spreu aufbewahrt? Interessiert mich auch nicht. Ich rufe sie zum Heiland. Ist klar. Und das zweite, die zweite Frage, da fragt mich jemand, Pastor Busch, ich habe mich vor 3 Jahren klar zu Jesus bekehrt und sehe mit Schrecken, wie mächtig noch die Sünde in meinem Leben ist.
gehöre ich jetzt nicht mehr dem Herrn. Dann habe ich gesagt, passen Sie mal auf. Sie kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Kennen Sie die? Der kam aus dem Drecksleben nach Hause und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Und da wird er angenommen. Und freudenfest und er ist zu Hause. Jetzt denke ich mir mal aus. Am nächsten Morgen kommt der verlorene Sohn zum Frühstück. Da steht schönes Porzellan, Marmeladendose, Butterdose. Und das ist er gar nicht mehr gewöhnt bei dem Schwein, der Phrase aus dem Schweinetroch. Und darum passiert es ihm, dass er ungeschickt ist und die Kaffeetasse runterschmeißt. Und wie die runterfliegt, da flucht er noch tüchtig, war er bei den Schweinen so gewohnt. Sagt der Vater jetzt, raus, geh wieder zu deinen Schweinen. Sagt das der Vater? Nein. Angenommen ist angenommen. Heimgekommen ist heimgekommen. Der Vater legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, komm, wir fluchen nicht und wir schmeißen nicht mit Kaffeetassen um uns. Du musst dich ein bisschen an die Sitten des Hauses jetzt gewöhnen. Das nennt man Heiligung. Nicht? Aber angenommen ist angenommen. Du wirst jetzt Sohn werden, da musst du um dich kämpfen. Aber auf dem Boden des Vaterhauses. Ruhen Sie nicht, bis Sie das inwendige Zeugnis haben. Römerbrief steht, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Man darf seines Heils gewiss werden und täglich im Blute Jesu sich waschen. Wenn nur vollkommene Leute Kinder Gottes wären, dann würde keiner in den Himmel kommen. Begnadigte Sünder, in denen der Heilige Geist anfängt zu arbeiten, das sind die Kinder Gottes. So, und nun muss ich schließen.